Willkommen bei Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Hanna und ich bin dein Coach im Lernzyklus über lineare Ungleichungen. In dieser Videoreihe geht es darum, dass du danach weißt, wie du lineare Ungleichungen in einer Variable umformen und lösen kannst und wie du die Lösungsmengen von linearen Ungleichungen ermitteln und grafisch auf der Zahlengerade darstellen kannst. Krame in deinen mathematischen Erinnerungen und denke kurz darüber nach, welche Ungleichheitszeichen du kennst oder schaue im Lernzyklus Ungleichungen von Coach Sarah nach. Insgesamt gibt es ganze 4 unterschiedliche Ungleichheitszeichen, nämlich kleiner, größer, kleiner gleich und größer gleich. Wiederholen wir gemeinsam, wie das geht. Stell dir vor, dass sich ein Pelikan immer für den größeren Fisch entscheidet, da er ständig großen Hunger hat. Diese Situation legen wir nun auf die Mathematik um, und zwar symbolisch auf die Ungleichheitszeichen. Sein Schnabel ist in Richtung des großen Fisches geöffnet, also des größeren Objekts. Das bedeutet, dass der große Fisch größer ist als der kleine Fisch. Also nehmen wir an, der größere Fisch hat 3 Kilogramm und der kleine nur 1 Kilogramm an Gewicht. Wenn du dir nun den Schnabel als Ungleichheitszeichen vorstellst, ergibt sich, dass 3 größer als 1 ist. Genau dasselbe gilt für 1 ist kleiner als 3, wie du hier sehen kannst. Der kleine Fisch mit 1 Kilogramm ist kleiner als der 3 Kilogramm Fisch. Wie ist nun eine lineare Ungleichung definiert? Um nun eine lineare Ungleichung zu erstellen und zu lösen, benötigen wir eine Unbekannte, wir nennen sie x, oder irgendeine andere Variable. Dieser Buchstabe steht für eine oder mehrere Zahlen, die wir suchen. Zudem haben wir noch 2 Parameter, nennen wir sie a und b, welche gegeben sind. In diesem Zusammenhang ist die allgemeine Schreibweise einer linearen Ungleichung wichtig zu wissen. Diese lautet ax plus b ist größer als 0, wobei alle 4 Ungleichheitszeichen eingesetzt werden können. Es ist also egal, ob kleiner, größer, kleiner gleich oder größer gleich 0 stellt. Es handelt sich immer um eine lineare Ungleichung. Unsere Parameter stellen a und b dar. Das bedeutet, statt diesen 2 Buchstaben können beliebige Zahlen eingesetzt werden. Ebenfalls statt der 0 kann jede andere Zahl angegeben sein. Es handelt sich dennoch um eine lineare Ungleichung. Prinzipiell ist es keine große Hexerei, aus der Gleichung eine Ungleichung zu machen. Man ersetzt lediglich das Gleichheitszeichen durch ein Ungleichheitszeichen und zack, wurde aus der Gleichung eine Ungleichung. Hier blende ich dir nun ein paar mögliche Beispiele ein, wie lineare Ungleichungen aussehen können. Zum Beispiel 4x plus 7 größer 15, 1 minus 2x kleiner 5, 2x minus 6 größer gleich 4, minus 4x plus 15 größer 7 oder 90x plus 10 kleiner gleich 60. Damit man durch Umformungen einer linearen Ungleichung auf das richtige Ergebnis kommt, müssen Äquivalenzumformungen durchgeführt werden. Prinzipiell sind die gleichen Umformungen erlaubt wie bei linearen Gleichungen, also addieren, subtrahieren und multiplizieren, dividieren mit einer Zahl ungleich 0. Eine Ausnahme muss jedoch berücksichtigt werden, und zwar die Äquivalenzumformung Multiplikation oder Division mit oder durch einer negativen Zahl. Wenn durch eine negative Zahl multipliziert oder dividiert wird, muss das Ungleichheitszeichen umgedreht werden. Das bedeutet, aus kleiner wird ein größer und aus größer wird ein kleiner Zeichen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum das so ist. Diese besondere Ausnahme werden wir in einem Basic 2 Video näher betrachten und verstehen, warum sie von solch großer Bedeutung ist. Hier habe ich dir das vorhin erste erwähnte Beispiel eingeblendet, nämlich 4x plus 7 größer 15. Lösen wir diese gemeinsam. Die anderen Beispiele kannst du natürlich im Anschluss selbstständig üben. Ziel ist es, so weit umzuformen, sodass x alleine auf einer Seite steht, wie du es bereits von den Umformungen bei linearen Gleichungen kennen sollst. Der erste Umformungsschritt ist, die plus 7 auf die rechte Seite zu bekommen. Dies geschieht durch die Subtraktion der Zahl 7. 15 minus 7 ergibt 8.
Es ergibt sich die Ungleichung 4x größer 8. Der nächste Schritt ist die Division durch 4 und man bekommt x größer 8 dividiert durch 4. Wenn man diesen Bruch nun kürzt, ergibt sich die Ungleichung x ist größer als 2. Was bedeutet dieses Ergebnis? Drücke auf Pause und versuche, dieses Ergebnis grafisch auf der Zahlengerade darzustellen. Jetzt schauen wir uns an, ob du eine richtige Vermutung hast. Unten siehst du die Zahlengerade, welche in Orange eingezeichnet genau die Lösungsmenge der Ungleichung x ist größer als 2 darstellt. Dieser Strahl verläuft nach rechts, da x größer ist als 2. Das bedeutet, alle möglichen Lösungen sind größer als 2. Anders ausgedrückt, x kann alle Werte annehmen, die größer als 2 sind, also jene, die rechts von der Zahl 2 liegen. Genauer wird das im nächsten Basic 1 Video durchgearbeitet. Davor kannst du dir das Basic 2 Video des Lernzyklus Ungleichungen von Sarah anschauen. Hier siehst du nun 4 unterschiedliche grafische Darstellungen auf der Zahlengerade. Diese stellen die Lösungsmengen von 4 Ungleichungen dar. Deine Aufgabe bis zum nächsten Video ist es, die entsprechenden linearen Ungleichungen zu ermitteln. Die Lösung erwartet dich danach in meinem Basic 1 Video. Die entsprechenden Zahlen und Zeichen, mit denen du die Ungleichungen zusammenpuzzeln sollst, findest du in dem oben eingeblendeten Kästchen. Ein kleiner Tipp: Es wird zwischen ausgefüllten und nicht ausgefüllten Ringelchen unterschieden. Erinnere dich hierbei auch auf die 4 unterschiedlichen Ungleichheitszeichen, die wir zu Beginn des Videos wiederholt haben. Viel Spaß und viel Erfolg! Abschließend noch, was erwartet dich in den nächsten beiden Basic-Videos? Besonders interessant ist im Basic 1 Video die Auflösung des Zuordnungsspiels und die damit verbundene Theorie bezüglich der Darstellung auf der Zahlengerade. Und als Zusatz werden wir die Lösungen gemeinsam in der Mengenschreibweise anschreiben. Und im Basic 2 Video werden wir die besondere Ausnahme bezüglich des Umformens von linearen Ungleichungen in einer Variable mit einer negativen Zahl erforschen. Bis zum nächsten Mal!